Moin! Jo, herzlich willkommen mal wieder bei einer Versteigerungs-Spendenaktion. Diesmal geht es wieder um Janas Gnadenhof. Ich packe euch einen Link zu Janas Gnadenhof in die Videobeschreibung. Und Janas Gnadenhof wird von meinem Kanal und auch von vielen Unterstützern schon seit ein paar Jahren begleitet und halt auch unterstützt. Und auch dieses Jahr ist es mir wieder ein Anliegen, da ein bisschen zu helfen. So ein Gnadenhof ist immer, ich sag's mal, wie es ist, ein Fass ohne Boden. Man hatte halt immer laufende Kosten, nicht nur Tierfutter oder Kosten für Tierarztrechnung, sondern natürlich müssen Weidezäune immer wieder gerichtet werden und Bauten etc. ausgebaut, verbessert werden und so weiter und so fort. Deshalb ist dort immer Hilfe vonnöten. Und dieses Jahr, ganz im Speziellen, geht es darum, hier habe ich mal den aktuellen Kalender von Janas Gnadenhof. Ist übrigens auch eine ganz tolle Aktion. Die Claudia Rudi vom Messerkontor, die lässt diese kleinen Kalender hier auflegen immer in einer relativ geringen Stückzahl. Die werden dann, glaube ich, für 10 € verkauft. Da kann man immer ein bisschen unterstützend tätig werden. Bin jetzt nicht sicher, ob es da noch Kalender von gibt. Müsstet ihr im Bedarfsfall, wenn einer so einen möchte, mal Claudia Rudi anschreiben. Aber da bin ich mir absolut nicht sicher. Darum soll es aber auch im Grunde gar nicht gehen. Wie man auf diesen Schnappschuss hier, das sind alles Tiere von Janas Gnadenhof, sehen könnt, haben wir da Winter und genau darum soll es jetzt gehen. Es geht darum, ein paar Sachen zu versteigern aus der Messer- und Gier-Szene, die mir gestiftet wurden für den guten Zweck. Vielen Dank dafür an alle Spender. Immer großartig. Ohne euch wird es nicht funktionieren. Wirklich, vielen, vielen Dank. Ja, und es wird halt Tierfutter für den Winter benötigt. Und da wollen wir helfen. Ganz spezieller Zweck. Das Geld wird bis auf jeden Euro wandert zu 100% an Jana, damit sie dafür Tierfutter fürs Winter für die Tiere kaufen kann. Und darum soll es jetzt auch gehen, damit die was zu beißen haben. Uns Menschen geht es ja über die Adventszeit auch vermutlich meistens den meisten recht gut, was so das Essen angeht. Und den Tieren wollen wir dann mal ein bisschen helfen, dass das auch so ist. Ich hoffe, ihr seid da zahlreich vertreten, habt Bock drauf, habt den ein oder anderen Euro übrig, bietet mit und es ist natürlich dann hoffentlich auch was für euch mit dabei. Ich werde euch das gleich alles zeigen. Vorab, dieses Spendenvideo wird übers Wochenende laufen. Wir starten heute um 20 Uhr am Freitag und ich werde das Video bis, sagen wir mal, ich glaube bis Sonntagabend 20 Uhr laufen lassen. Ihr findet aber die genaue Timeline, wie lange das läuft und alle relevanten Infos nochmal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr alles auschecken. Ansonsten als Information gilt vielleicht noch bei Fragen etc. zu den Artikeln, generell zum, auch wenn dann die Versteigerung beendet ist und man dann einläutet, dass man, ihr mir eure Adressen schickt, ich mir die Bankverbindung oder PayPal-Konto etc. Sollte es da Fragen geben, packe ich ebenso meine E-Mail-Adresse in die Videobeschreibung. Da könnt ihr mich immer anschreiben. Das lassen wir also lieber über E-Mail-Verkehr laufen, weil die PN-Funktion ist ein bisschen unübersichtlich und vor allem langsam hier auf YouTube. Und ansonsten gilt es zu beachten, ihr müsst 18 Jahre sein, wenn ihr mitbietet, halt voll geschäftsfähig. Bezahlung kann ganz normal übers Girokonto, Bankkonto erfolgen oder über PayPal. Ich möchte gerne innerhalb Deutschlands immer versichert versenden per DHL. Da kommen also automatisch 5 € drauf. Das rechnet bitte ein. Wenn einer jetzt partout sagt, nö, ich will aber nicht, dass das als Paket versendet wird, ist das auch okay? Der möge mir das bitte so mitteilen. Natürlich ist dann aber das Paket nicht versichert, also die Gegenstände sind nicht versichert.
Und es gibt auch keinen Sendungslink. Also im Grunde, ihr könnt den Versand frei wählen, wie ihr es möchtet. Das klären wir dann halt vorab schriftlich, legen wir das vorab schriftlich fest, wie ihr das haben möchtet. Und das gilt natürlich auch für alle Interessierten aus den Nachbarländern, aus hier zum Beispiel der Österreich, Schweiz, Luxemburg, Dänemark, den Niederlanden zum Beispiel, um ein paar zu nennen. Das Porto erhöht sich dann natürlich dementsprechend in eure Länder. Gerade in die Schweiz ist ein Paket extrem teuer. Das sei vorab bewusst. Zum Zustand der Messer oder der einzelnen Sets, die ihr gleich seht, das entnehmt ihr dann bitte den Bildern. Oder manchmal habe ich auch ein Video dazu gemacht zu den Messern. Das könnt ihr dann meinen Videos, schaut ihr einfach mal nach, den Zustand entnehmen. Und ansonsten sage ich dazu natürlich auch gleich noch ein paar Worte. Es wird um 12 Einzelversteigerungen innerhalb dieses einen Videos geben. Ihr findet, wenn ihr mal jetzt bei den Kommentaren nachschaut, schon 12 vorgefertigte Kommentare von mir. Die beginnen immer mit Versteigerung 1 oder Versteigerung 2, Versteigerung 3, fortlaufen bis Versteigerung 12. Ich schreibe dann natürlich bei jeder Versteigerung noch kurz hinter, was versteigert wird, damit ihr euch orientieren könnt. Und wenn ihr da Interesse an irgendeinem Artikel hier habt, dann sucht ihr einfach den entsprechenden vorgefertigten Kommentar von mir und hängt euer Gebot bitte als Antwort an diesen Kommentar ran. Dann ist das schnell und übersichtlich. Kann man immer genau gucken, wo das aktuelle Höchstgebot liegt. Das ist, denke ich mal, so die beste Sache hier auf YouTube. Okidoki, dann legen wir doch mal los. Eins vorab nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich. Vielen, vielen Dank an alle Spender, die diese Messer hier haben springen lassen. Ich erwähnte es gerade schon, ohne euch würde es nicht funktionieren. Ja, danke. Manche mussten lange warten, bis ihr Messer jetzt endlich mal in die Spendenaktion wandert. Hier seid zum Beispiel nur mal ein Messer, der Besitzer wird es wohl schnell wiedererkennen. Das tut mir natürlich leid. Ich mache eigentlich regelmäßig Spendenaktionen. Die sind aber mit relativ viel Aufwand verknüpft und Zeit und Energie. Ich kann sowas nicht jeden Monat machen, das funktioniert leider nicht. Ne? Deshalb versuche ich das so vierteljährlich zu machen, in etwa. Deshalb dauert das manchmal, bis die Sachen weg sind. Und auch nochmal meine Bitte, mir bitte nichts mehr zusenden für die Spendenkiste. Da ist noch ein bisschen was drin, es wird langsam leerer, aber da ist noch ein bisschen was. Da kann man, glaube ich, noch so ein, zwei Spendenaktionen draufsetzen. Die kommen dann allerdings erst im nächsten Jahr. Ja, ich schätze mal, Ende Januar ist die nächste angeplant, also gar nicht so lange entfernt, nicht mal 2 Monate. Da wird es dann wieder eine Spendenaktion geben, aber da gibt es dann vorab noch ein Infovideo. Und genug der Worte, sind jetzt schon fast 8 Minuten. Ja, fangen wir mal an mit der Versteigerung Nummer 1. Da geht es um ein Windmühlenmesser. Grand Moulin, ich vermute mal, die Reihe heißt so. Bei diesem Messer haben wir ein wunderschönes Brotmesser, Robert Herder Manufaktur Windmühlenmesser. Nagelneu, kommt direkt aus dem Messerkontor. Vielen, vielen Dank für diese tolle Spende, Claudia. Ja, tolles, tolles Brotmesser mit schön gepinnten Olivenholz Griffen, ganz, ganz feines Teil, recht lange Klinge, sehr, sehr scharfer Wellenschliff. Also wer noch ein schönes Brotmesser sucht, wer sich schon immer mal was Edles besorgen wollte, um Sonntagmorgen am Frühstückstisch sein Brot zu schneiden, frisch vom Bäcker, der sollte hier vielleicht mitbieten. Sehr, sehr schönes Messer. Das Versteigerung Nummer 1. Dann Versteigerung Nummer 2. Da haben wir ein Set, ein kleines Bushcraft-Set, bestehend aus diesem Mora-Modell. Das ist ein Mora gebraucht mit Gebrauchsspuren. Der Griff hat Gebrauchsspuren, ist nachgedunkelt. Auf der Klinge gibt es Gebrauchsspuren. Das ist ein Mora mit einem Laminatstahl, hat also eine recht harte Schneidkante.
braucht ein bisschen Pflege, dieses Messer. Optisch ganz klar gebraucht, absolut so zu erkennen. Ist aber absolut noch zu gebrauchen, hat noch eine schöne Schärfe, hat eine tolle Handlage, liegt sehr satt, rund und sicher in der Hand, dieser Holzgriff. Sicher im Sinne von, da hier ja kein Gart ist, dass das Holz nicht rutschig ist. Ist ein sehr, sehr schönes Messer. Und ich habe mir halt gedacht, ich schnüre hier so ein kleines Outdoor-Bushcraft-Set. Und als Klapper kommt noch dazu, das ist halt ja ein Set aus diesen zwei Messern. Dieses schöne EK-Modell hier habe ich auch ein Video zugemacht. Ich werde versuchen, euch unten eine Timeline reinzupacken mit den einzelnen Versteigerungen. Und ebenso versuche ich dann unter der jeweiligen Versteigerung, wenn ich denn schon ein Video dazu gemacht habe, auch das Video zum Messer reinzupacken. Auch das Messer hier benutzt, gebraucht, auch hier mit Gebrauchsspuren. Die Klinge ist jedoch sehr schön in Schuss, kommt auch wunderbar scharf, ist ein richtig schöner Slicer, Hohlschliff, fein ausgeschliffen, ganz, ganz sicherer Backlog in ungewohnter Weise bei modernen Messern. Dann sieht man sowas nicht. Bei klassischen immer wieder, gerade ältere Modelle haben so ein, solch einen Backlog. Der verriegelt ganz stramm und sicher mit Messingschrauben gehalten, Kunststoffgriff. Hier hinten hat man noch eine kleine Öse für einen Fangriemen, den man rausklappen kann. Ja, auch sehr brauchbar. Da hat man zwei tolle Messer ja, fürs Bushcraft-Leben. Das ist Set Nummer 2. Dann Set beziehungsweise Versteigerung Nummer 3 ist auch wieder ein Set, bestehend aus diesem Böker Tough Messer. Auch hier ein gebrauchtes Messer. Die Klinge ist schön aufpoliert, die Klinge ist auch scharf. Beim Griff sieht man halt, dass das Messer benutzt wurde, glänzt und strahlt nicht mehr so, ja, wie out of the box. Ansonsten ist das Messer soweit in einem guten Zustand. Das Böker Tough, bin mir gar nicht sicher, ob das noch zu beziehen ist oder ob das schon raus ist. Wir haben hier 440C Stahl. Beim Holz bin ich mir leider nicht sicher, was für ein Holz das ist. Das könnt ihr aber schnell ergoogeln. Infos zum Messer findet ihr auf jeden Fall. Kommt in dieser Stecklederscheide. Hier sei gesagt, dass das Messer nicht besonders sicher hält. Gibt hier kein Knopf zum Umlegen oder wenn ein Magnet verbaut ist, dann ist der sehr schwach. Also da würde ich persönlich eventuell die Scheide nachformen, wenn man das denn kann, eine neue Scheide machen lassen oder eine Kydex bauen. Ja, das sei einfach fairnesshalber gesagt, hält das Messer also nur noch so lala. Und das zweite Messer, das zu diesem Set gehört, ja, kommt aus der Pius Lang Messermanufaktur. Das habe ich auch in einem Video mal vorgestellt. Das ist Zebrano-Holz, beziehungsweise hier steht Makassar, da täusche ich mich dann also doch, Entschuldigung. Das ist das Taschenmesser Serie 3 mit Chirurgenstahl, Backlog-Verschluss. Habe ich ebenfalls vorgestellt, versuche ich daran zu denken, euch die Vorstellung in die Videobeschreibung zu packen. Schaut euch die mal an, denn dieses Messer hat durchaus Macken. Kein mittiger Klingstand, hat minimalstes Spiel seitlich, auf und ab minimal. Ja, hat aber halt durchaus auch einige Spalten in der Verarbeitung. Hat einen sehr weichen Klingenlauf, das ist schon mal ganz schön. Das gefällt. Und der Anschliff ist halt sehr, sehr grob, wie ich finde, für so eher ein feines Taschenmesser. Kommt scharf, aber halt mit diesem eher groben Anschliff. Ja, Deutschland hergestelltes Taschenmesser. Wem das gefällt, überhaupt das ganze Set, der ist hoffentlich dann bei Versteigerung 3 mit dabei. Jo, dieses Set hier. Und dann Versteigerung 4, ein Böker Plus Modell. Da haben wir nämlich ein kleines Excalibur. Hier in diesem kleinen Beutelchen haben wir den Gürtelclip und das Schraubenaxttool. Und hier kommt das Messer. Ja, die alte kleine Variante mit dem, ich glaube, das war 440C Stahl. Genau. Fred Burger, Mike Scanlan Design. Ganz, ganz dezenter Hohlschliff. Sehr schneidfreudig.
G10 Griffschalen. Hier haben wir bei den Griffschalen eine Aufhellung, weil das Messer in so einer Pancake-Lederscheide lange steckte. Muss man mal gucken, ob man das vielleicht mit ein bisschen Öl oder überhaupt mit dem Spüli noch ein bisschen bearbeitet bekommt oder ob die Nachdunklung bzw. Aufhellung durch Sonnenlicht dauerhafter Natur ist. Das kann ich euch nicht sagen. Sind aber ansonsten sehr schön gearbeitet. Dann haben wir hier einen Titan-Liner-Lock, der sehr sauber steht. Wir haben kein Spiel links, rechts, kein Spiel auf und ab. Auf dem Griffrücken haben wir noch auf der anderen Seite rotes Fieber, schönes, ja, einfach optisch ein schöner Akzent. Tolles, tolles Messer. Lässt sich über die Kerbe öffnen oder hier so eine Art Front Flipper kann man das langsam aufmachen. Tolles, tolles Messer, gefällt mir sehr gut. Ja, das kleine Excalibur, Versteigerung Nummer 4. Wer da Interesse hat, der sucht einfach mal den dazu entsprechenden Kommentar. Dann von FKMD, von Fox Knife, der Militär Division, Made in Manjaro, ein heftiger Panzer. Das Modell habe ich euch auch vor einiger Zeit vorgestellt, das FX516 Steve Ballarin Design oder Stefan Ballarin. Was für eine Klinge. Ich glaube, das ist eine. Nee, mir fällt nicht mal ein, welche Beschichtung das jetzt war. Schaut euch einfach mein Video dazu an. Ich stelle das ja vor. Da erzähle ich einiges über dieses Messermodell. Klinge ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, aus N96 Böhlerstahl, ungemein stabil verschraubt und verbaut, befindet sich in einem absoluten Top-Zustand. Minimale Lagerungsspuren, null Klingenspiel, links, rechts nicht, auf und ab nicht, steht mittig. Ja, ist für einen Liner-Lock wirklich gebaut wie ein Panzer. Der Liner-Lock macht ganz, ganz sauber dicht. Heftiges, heftiges, giftiges Teil, hinten noch mit einem Schlagende, mit einem Glasbrecher. Große, große Schlitzachsschrauben vorne und hinten. Sehr beeindruckendes Messer. Das dann Versteigerung Nummer 5, wenn ich jetzt nicht durcheinander gekommen bin. Ein echter Panzer, den es, glaube ich, so noch zu beziehen gibt und der relativ kostspielig ist. Da hoffe ich natürlich, ja, dass es so zwei, drei Leute gibt, die sich dafür interessieren, für diesen taktischen Stachel und da mitbieten werden. Box hat auch ein paar einige Benutzungsspuren, aber das Messer, wie gesagt, in einem Top-Zustand. Versteigerung Nummer 5. Dann Versteigerung Nummer 6, da haben wir einen schönen Franzosen von aus der Letier-Schmiede, das Chambrian. Sehr, sehr schönes Modell. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde aber sagen, vom Geruch haben wir Wacholderholz, schön gemasert. Wacholder ist ja immer ein sehr, sehr schönes Holz. Sauber angebracht. Bei dem Messer bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube auch, das ist unbenutzt. Hat, wenn überhaupt, nur ganz, ganz feine, minimale Lagerungsspuren. Da haben wir seitlich minimales Spiel. Wir haben ein Slip Joint, also 42A-konform. Klinge ist nicht zentriert, schleift aber auch nicht an den Edelstahlplatinen. Hat einen sehr schön gestalteten Griffrücken. Geöffnet haben wir leider hier so eine kleine Kante, geschlossen meine ich. Geöffnet, wunderbar dann gelöst. Letier, Chambria, wunder, wunder, wunderschönes Modell. Ja, französische Fertigung, die sind auch relativ teuer, diese Modelle. Nagelt mich da nicht fest, aber ich denke, das spielt sich so im Preisrahmen von 100 € ab. Sehr, sehr schönes Modell. Schneiteufel, ganz fein ausgeschliffen. Da bekommt ihr einen wunderschönen Begleiter, 42A-konform. Für Leute, die ein etwas größeres Messer gern bei sich haben, ein sehr edles, halt nicht immer nur ein Victorinox, kommt hier mit einer Lederscheide. Die werden hier mit Sicherheit fündig. Ja, dieses tolle Letiermesser, Versteigerung Nummer 6. Dann haben wir schon die Hälfte hinter uns. Dann kommt ein Rake Knife. Und
zwar der Tantostachel, das P138. Auf diesem Wege beste Grüße raus an Dennis und ja, Expedition Company. Die haben das Messer nämlich zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Messer wurde sowohl vom Dennis getragen und benutzt. Der Dennis hat ein Video drüber gemacht oder mehrere. Ich habe es getragen und benutzt. Auch ich habe ein Video drüber gemacht. Packe ich euch in die Videobeschreibung. Ja, heftiger Tantostachel. Technisch ganz, ganz saubere Verarbeitung. Ich glaube, das war der 14C28N Sandwich-Stahl, der hier verbaut ist. Liner-Lock, läuft auf Kugellager, butterweich, sehr modern gehaltene, ja, Coyote-farbene G10-Griffschalen. Sehr, sehr großes Messer. Das ist also nichts für Freunde von kleinen Stacheln. Das hat schon eine außerordentliche Länge, überhaupt einen ordentlichen Umfang im Gesamten. Toller Stachel, der wirklich erstklassig verarbeitet ist. Da punktet Rake regelmäßig. Das Versteigerung Nummer 7, sehr cooles Teil. Und dann Versteigerung 8. Da habe ich leider nicht mehr die Originalverpackung. Gibt es von mir ein Messer von, das ist ein Front Flipper von Böker Plus. Das war das A2. Das A2 steht dabei für die zwei Designer, die das gefertigt haben. VG10-Stahl, gegroovte G10-Griffschalen, sehr, sehr stabil dimensionierte Titanplatinen, die ein tolles, ja, blaues Finish aufweisen. G10-Clip, sehr, sehr cooles Teil. Schaut da mal, ich werde euch ebenfalls unten in der Timeline zu den Versteigerungen, zu den jeweiligen Messern, packe ich euch den Link dazu rein. Das Messer habe ich nämlich schon vorgestellt. Schaut euch das Video nochmal an. Wir haben hier auf jeden Fall kein Klingenspiel. Auf und ab, links, rechts nicht. Klinge kommt natürlich auch scharf zu euch. Das Versteigerung Nummer 8, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wie gesagt, kommt nicht in der Originalverpackung. Da kann ich euch nur so ein kleines Nylon-Case mitschicken. Sehr guter Zustand. Das Versteigerung Nummer 8. Dann, nochmal ein absoluter Exot. Das Estalco Hunter, das große Schweizer Klappmesser der recht neuen Firma Estalco. Auch hier packe ich euch den Link zu meiner Vorstellung mit rein. Sehr ungewöhnliches Messer. Multifunktional. Ganz, ganz cooles Design. Ich kann euch nicht sagen, ob die Firma schon einigermaßen Fuß fassen konnte. Ich sehe die Messer quasi nie in verschiedenen Gruppen oder auf YouTube. Sind also noch absolute Exoten. Ich glaube, auch hier wieder ist das der Böhler N96-Stahl. Ganz, ganz scharf ausgeschliffen. Wir haben kein Klingenspiel auf, ab, links, rechts nicht. Kommt mit Zusatzwerkzeugen. Hier oben wirklich mit einer ganz großartig gefertigten Ahle. Die ist wirklich scharfkantig. Stechahle, Bohrahle, Reibahle. Wirklich toll. Und hier unten noch mit einem multifunktionalen Tool zum Dosenöffnen, zum Flaschenöffnen, mit einem kleinen Schraubendreher und so weiter und so fort. Was einem da noch für, der ebenfalls über einen Linerlock verriegelt, zu einfällt. Wer sich für dieses Messer interessiert, ich glaube, Neupreis liegt dann etwa bei 250 Euro. Mann, also es ist wirklich eine Menge Holz, was die da aufrufen. Auch hier Linerlock-Verriegelung. Der schaut sich einfach mal ein Video dazu an. Da findet er dann eine Menge Infos zu. Ganz spezielles Griffmaterial. Das erinnere ich jetzt leider nicht mehr genau, was das war. Sehr griffig auf jeden Fall. Mal sehen, für welchen Kurs das Messer weggeht. Ich könnte mir gut schon vorstellen, dass man da einen guten Schnapper machen könnte, verglichen zum Originalpreis. Das dann halt Versteigerung Nummer 9, das Estalco Hunter. Dann Versteigerung Nummer 10 ist eine Ledlancer-Verpackung. Kommt hier in eine Ledlancer-Taschenlampe, nicht Verpackung. Kommt hier in der Originalverpackung, handelt sich dabei um das Modell
bin mir nicht sicher, ob das die Modellnummer hier ist oder ob das die Seriennummer ist. Ich werde euch definitiv die genaue Bezeichnung dieser Taschenlampe mit in die Beschreibung packen und auch einen Link zu Amazon oder zum Taschenlampenhändler, damit ihr mal checken könnt, was die für Daten hat. Hier könnt ihr ja mal kurz auf Pause drücken, sobald mein Fokus das scharf stellt und euch das mal durchlesen. Der will nicht so recht, ist ein bisschen zu dunkel, deshalb machen wir mal ein bisschen Licht, ein bisschen weniger. Jetzt stellt er hoffentlich scharf und die Kamera spinnt nicht rum. Ich kann hier halt lesen 220 Lumen, hat halt drei Modi, ja, ein High, ein Low und dann haben wir noch Strobe. Kannst du halt durchswitchen und das bekannte Zoom-Element von LED-Lenser, wo du zoomen kannst, halt ja, eine ordentlich anständig verbaute kleine Fackel. Ich glaube, die wurde auch nicht benutzt. Vielen Dank auch hier an den Spender. Die hat kleine Lagerungsspuren hier am Clip. Ansonsten sieht die wirklich top aus. Ja, das Versteigerung Nummer 10, dieses LED-Lenser-Modell, kommt natürlich mit der Originalverpackung, wie erwähnt, und Kabelgedöns etc., Schlaufe zur Taschenlampe befindet sich ebenfalls noch hier drin. Dann die vorletzte Versteigerung, da haben wir ein Kershaw Cryo-Modell. Moment, wenn ich die Packung denn hier aufkriege. So, und zwar in All Black. Klingenstand nicht ganz mittig, aber sehr anständig. Zustand des Messers, ich würde auch wieder sagen, in einem absoluten Top-Zustand. Leichte Gebrauchsspuren auf der Klinge, beziehungsweise die Klinge hat Gebrauchsspuren. Messer kommt natürlich scharf zu euch. Der Frame-Lock macht ganz sauber dicht. Wir haben keinerlei Spiel links-rechts, auf-ab nicht. Kommt mit dem... Mit dem SpeedSafe heißt das, glaube ich, Assisted Opener. Da übernimmt dann irgendwann die Feder, die hier in den Griffschalen verbaut ist, die Öffnung, wenn man mit dem Flipper hier den ersten Weg zurücklegt. Kleiner Stachel, einer der größten Würfe zuletzt, in den letzten 10 Jahren von Kershaw. Hat sich sehr, sehr oft verkauft, das kleine Cryo. Hier in der schwarzen Variante. Sehr, sehr cooles Teil. Das Versteigerung Nummer 11. Und die letzte Versteigerung, Nummer 12, bevor das Licht sich komplett verabschiedet. Da haben wir ein Schrade-Messer. Auch hier vielen Dank an den Spender. Und zwar das SCH-F52-Modell. Kommt in der Nylon-Pouch im Originalkarton. Hat so einen gummierten, sehr, sehr sicheren Griff und hat, ich würde sagen, das sind wirklich nur leichte Lagerungsspuren oder das wurde mal rausgenommen. Ansonsten, ich denke, das ist ein neues Messer, das wurde nicht benutzt, kommt dementsprechend natürlich mit der Factory Edge, ganz, ganz sicheres, stabiles Outdoor-Messer. Ich denke mal, das sind so an die 5 mm Klingenstärke, checkt das einfach mal aus, Schrade SCH-F52, da findet ihr jede Menge Videos und die technischen Daten auch. Wird ein Kohlenstoffstahl sein, ein Hohlschliff, der aber trotzdem stabil ausgelegt ist, da ist viel Material hinter der Schneidphase. Ich hatte ähnliches Modell als Outdoor-Messer mal über ein Jahr lang und war sehr zufrieden damit. Toller Outdoor-Stachel in All Black. Dieses Messer, Versteigerung Nummer 12. Und dann war es das auch. Ein Video geht jetzt wahrlich lang genug. Dann verbleibe ich einfach mit den Worten, dass ich hoffe, es kommen ein paar Euros zusammen, damit wir wirklich ein bisschen, beziehungsweise Jana ein bisschen Knete überweisen können fürs Winterfutter. Und ich hoffe generell, dass für euch natürlich was dabei ist, wo ihr Bock habt mitzubieten. Und wie immer zuletzt mein Dank an die Leute, die gespendet haben und geboten haben. Alles klar. In diesem Sinne, bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.